eines der besten veganen Eis. Ich weiß, mit vollem Mund spricht man nicht, aber ich kann nicht aufhören, dieses Eis zu essen. Ja, also ich finde das wirklich krass, dass das vegan ist und low calorie. Kein Scheiß drin, kein Zucker, nur 5 Zutaten. Das schmeckt einfach nach Fruchtzwergen. Hello zu einem neuen Video und einem Video, auf das ich mich persönlich riesig freue, denn wer mich kennt, also wer mir hier oder auf Instagram folgt, der wird wissen, dass ich ein absoluter Eis-Fan bin. Und ich habe auch schon, ich habe gerade eben nachgeschaut, tatsächlich 4 Eistest-Videos online. Ich dachte irgendwie, es wären 2 oder so, aber es sind tatsächlich schon 4. Und heute habe ich ein weiteres für euch, diesmal aber tatsächlich nur veganes Eis. Also ich habe mich ein bisschen durchs vegane Eissortiment für euch getestet und das kann ja eigentlich nur lecker werden. Wir starten nämlich direkt mit Lücker. Ich habe noch nie Lücker-Eis gegessen. Ich habe das dann letztens in meiner Story gezeigt gehabt, dass das, ich glaube, es war beim Aldi im Angebot und ich weiß nicht, ob Lücker meine Story gesehen hat, aber 2 Tage später oder so habe ich eine Nachricht bekommen, ob sie mir Eis zuschicken dürfen und da sage ich doch nicht nein. Dementsprechend habe ich jetzt hier Lücker-Eis. Ich glaube, das ist deren komplettes Sortiment, was die gerade so da haben. Damit ihr beim nächsten Mal wisst, welche ihr davon kaufen könnt, ob sie überhaupt lecker sind. Weil, wie gesagt, ich habe die noch nie probiert und das ist auch nicht bezahlt. Ich habe die einfach zum Testen quasi zugeschickt bekommen. Ich muss die euch im Prinzip auch nicht zeigen oder so. Aber ich glaube, ich habe nämlich schon auf Instagram gezeigt, dass ich das Paket hier bekommen habe und ihr seid so drauf abgegangen. Die eine Hälfte hat geschrieben, dass sie wohl mega, mega lecker sind und die anderen haben geschrieben, dass sie die auch noch nicht probiert haben, weil sie sich nicht sicher sind, ob sich das lohnt. Und deswegen dachte ich, muss ich da doch aushelfen und direkt einmal alle auf einmal für euch testen. Ich habe sie auch schon antauen lassen. Ich glaube, das war jetzt ungefähr eine halbe Stunde. Und das heißt bei mir echt was, weil ich normalerweise nie mein Eis sonst antauen lasse. Ganz normal Zucker drin, Wasser an erster Stelle. Das hier ist aber ja auch das Sorbet quasi. Ah, das ist von Stefanie Giesinger. Cool. Das wusste ich gar nicht. Auf jeden Fall, die Sorte noch gar nicht gesagt. Himbeer Chocolate Split. Ich bin ja eigentlich nicht so der Fruchteis-Fan. Also ich mache mir sowas dann gerne selber, irgendwie so eine Smoothie Bowl oder so. Aber ich muss sowas nicht als Eis haben. Wisst ihr, wie ich meine? Also falls ihr noch nie irgendwie ein Video von mir geschaut habt, ich starte immer mit der Sorte, die mir vermutlich am wenigsten schmecken wird. Bis hin zu der besten, damit das Beste zum Schluss kommt. Ihr wisst, wie ich es meine. Also Wasserbasis. Ansonsten, ich sehe gerade, wir haben hier Kartoffelprotein drin, Maltodextrin, wie gesagt auch ganz normalen Zucker und Verdickungsmittel Johannesbrotkernmehl und Guarkernmehl. Ansonsten noch Flohsamenschalen. Das macht die Konsistenz auch nochmal ein bisschen dickflüssiger. Und oh, das schaut auf jeden Fall schon mal super lecker aus. Also man sieht und hört auf jeden Fall die Eiskristalle, weil wie gesagt Wasserbasis. Ich bin jetzt aber hier trotzdem mal gespannt drauf. Okay, das war gerade mega die Geschmacksexplosion und Überforderung in meinem Mund. Ich muss noch mal kurz. Zerfällt fast schon auf der Zunge. Also schmilzt halt so komplett, wie als würde man Schnee essen. Habt ihr bestimmt auch schon mal als Kinder gemacht. Bitte sagt mir das, dass ihr das auch gemacht habt. Sonst kommt das jetzt ein bisschen komisch. Aber so fühlt sich das jetzt ein bisschen an. Geschmacklich ist das aber echt crazy. Wir haben hier ja auch Zitronensaft drin. Das merkt man auf jeden Fall. Und eben auch diese säuerliche Note von den Himbeeren. Ich muss aber sagen, ich finde es echt deutlich leckerer als erwartet. Und vor allem auch mit den Chocolate Splits da drin. Weil die so irgendwie so ganz fein da verteilt sind. Also es macht halt voll was her. Ist halt auch sehr luftig. Also wir haben 360 Gramm und 500 Milliliter. Und das im Verhältnis, also je näher die Milliliterzahl an der Grammzahl dran ist, desto dichter ist das Eis. Und hier ist es halt eben dadurch sehr, sehr luftig jetzt. Also man sieht es auch. Aber doch, es ist sehr lecker. Ich finde es, glaube ich, tatsächlich aber einen Ticken zu süß. Und das muss bei mir ja auch schon was heißen. Also ich meine, ich mag auch Ben & Jerry's und sowas. Ich mag es schon süß, aber ich glaube, mir ist das hier, also für mich könnte das hier tatsächlich weniger süß sein. Okay, das hier wird jetzt absolut die Qual der Wahl. Aber ich glaube, Vanille hier ist noch so am meisten basic. Wobei es ja Vanille Cookie Dough ist. Und mit Cookie Dough, da kriegt man mich. Auch das ist aber wieder auf Wasserbasis, sehe ich direkt hier. Dann haben wir den dunklen Keksteig hier drin. Kokosöl, Faba-Bohnenprotein, Vanilleextrakt und gemahlene Vanilleschoten. Oh, und gebrannten Zucker. Schaut mal. Das sieht mir jetzt auch nicht unbedingt nach Wasserbasis aus. Da haben sich direkt so 2 Cookie-Dough-Stückchen hier festgesetzt. Aber schaut mal, also die Konsistenz, ihr seht, ist auf jeden Fall schon mal deutlich dichter und cremiger. Boah, das hat schon diesen richtig schönen Vanille-Cookie-Dough-Geruch. Wow. Wow.
Das ist mega lecker. Krass, dass das auf Wasserbasis ist. Weil ich finde, das Eis ist wirklich super, super cremig. Man sieht zwar wieder die Luftbläschen hier. Man merkt das eben auch beim Essen. Es ist nicht so dicht wie ein Ben & Jerry's oder so. Aber es ist wirklich, also dafür ist es auch so perfekt cremig. Und die Cookie Dough Stückchen sind auch krass, krass lecker. Kann man jetzt nicht mit einem Ben & Jerry's vergleichen, was die Cookie Dough Stückchen angeht. Da haben wir ja manchmal so riesige Cluster mit drin. Und ich glaube, in einem Ben & Jerry's sind auch deutlich mehr, so wie mir das jetzt hier auf den ersten Blick aussieht. Aber wirklich wahnsinnig lecker. Doch, also ich kann euch jetzt schon sagen, ich bin sehr, sehr positiv überrascht von diesem Eis hier gerade. Kalorientechnisch seid ihr hier natürlich auch besser unterwegs als bei den Ben & Jerry's. Also hier haben wir jetzt hellen Keksteig, in dem mit Vanille war jetzt dunkler Keksteig extra. Die Basis bleibt aber gleich, hier haben wir jetzt aber noch Schokolade eben mit drin. Schaut euch an, wie dunkel das ist. So muss ein Schokoeis aussehen, ich sag's euch. Wie kann man sich so selber Eis freuen, aber wow. Da waren direkt schon wieder so Cookie Dough Stückchen oben drauf. Oh mein Gott. Dieses Eis. Ich sag's euch. Super, super lecker. Also auch da seht ihr es ja wieder oder man hört es auch. Ist eben wieder gut, was an Luft runter, aber das wird bei allen so sein. Deswegen, ich sag das jetzt zum letzten Mal. Aber ansonsten ist es wirklich, es ist richtig, richtig schön schokoladig. So wie ein Schokoeis sein muss. Schön intensiv. Und diese Cookie Dough Stückchen, die sind halt auch wirklich richtig, richtig gut gelungen. Dann, jetzt kommen wir aber zu Salted Caramel, beziehungsweise ich muss ganz kurz einen Schluck nehmen, sonst kann ich hier nicht mehr richtig testen. Okay, wir haben 7% gesalzene Karamellsoße. Hier erinnert mich die Konsistenz jetzt wieder an das vom ersten, weil es hier irgendwie doch nochmal deutlich eisiger war als bei den letzten beiden jetzt. Die waren viel cremiger. Okay, also ich habe es mir schon gedacht tatsächlich. Weil wir haben hier Kokosmilch drin und das mehrfach. Und Kokosöl auch nochmal, wobei ich glaube Kokosöl war in den anderen auch. Aber hier kommt dieser Kokosgeschmack zu sehr raus, also dieses Kokosfettige. Aber das Karamell an sich ist auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Und ich finde auch, um ehrlich zu sein, ist das nicht so salty. Also ich weiß nicht, ich habe gerade gar nicht, ich muss mal kurz schauen. Also wir haben auf jeden Fall mehr Salz drin, aber ich finde es jetzt nicht unbedingt salty. Okay, jetzt habe ich hier noch zwei. Einmal Erdnuss-Chocolate-Split und Haselnuss-Vanille-Chocolate-Swirl. Das hört sich beides für mich auf jeden Fall super lecker an. Ich kann mich nicht entscheiden. Weil in so Eisdielen nehme ich immer Haselnuss. Deswegen, ich glaube, ich würde sagen, Haselnuss teste ich als letztes, so als Abschluss. Und jetzt kommt erstmal Erdnuss-Chocolate-Split. Wir haben hier tatsächlich 11% Erdnuss-Mousse, 6% Schokoladensplitter mit drin. Wow, 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 wow. Das sieht wieder sehr nach meinem Geschmack aus, sehr vielversprechend. Doch, also das, boah, das riecht schon so richtig geil nach Erdnuss. Also den Zutaten nach sind das die gleichen, aber für mich schmecken die irgendwie ein bisschen anders. Also ich fand den ersten knackiger. Naja, auf jeden Fall ist es trotzdem sehr, sehr lecker. Ich glaube, es kommt nicht für mich an die ersten beiden ran, weil mir das tatsächlich nicht erdnussig genug ist. Irgendwie müsste da noch ein bisschen intensiverer Erdnussgeschmack für mich mit rein. Und jetzt, last but not least, hoffentlich, Haselnuss-Vanille-Chocolate-Swirl. Wie gesagt, wenn ich so ein Eisseelen bin, schon als Kind habe ich da immer Haselnuss genommen. Und wir haben hier 5% Haselnussstücke drin. 5% Schokoladensoße. Die ist mit Agavendicksaft. Und ansonsten haben wir auch nochmal 1,9% Haselnussmousse, Vanilleextrakt, Vanilleschote und wieder diesen gebrannten Zucker. Ich hoffe, boah, also wow, okay, das sieht mir schon mal sehr gut aus. Und es hat diesen Haselnuss-Eisdielen-Geruch. Oh mein Gott, das ist krass lecker. Ich freue mich ganz so. Es ist mega, mega lecker, ich sag's euch. Also das ist wirklich, glaube ich, mit eines der besten veganen Eiscremes, die ich je gegessen habe. Man kann es, glaube ich, erkennen, das Eis ist ja so zweigeteilt. Also ist ja hier vorne auch so drauf. Auf der einen Seite haben wir eben das Haselnuss-Eis und auf der anderen Vanille. Auf der einen Seite sind dann noch diese Haselnussstücke mit drin und das ist wirklich einfach, es ist gigantisch lecker. Also das war hier gerade der perfekte Abschluss
für diesen Test. Ich mache euch noch kurz ein Ranking. Letzter Platz wird für mich das Salted Caramel. Wie gesagt, aufgrund dieses kokosfettigen Geschmacks, der da drin ist, den ich persönlich halt nicht so gerne mag. Kann ja sein, dass ihr das mögt. Diese Karamellsoße da drin ist schon auch sehr lecker. Also ich würde mal sagen, die beiden hier sind gleich auf. Genauso wie Schoko Cookie Dough und Vanille Cookie Dough. Weil da, I'm sorry, möchte ich mich auch nicht entscheiden. Und auf Platz 1 ist für mich das Haselnusseis, weil ich habe, glaube ich, noch nie so ein leckeres veganes Haselnusseis gehabt. Aber ich kann sie euch wirklich alle empfehlen. Und wie gesagt, ich habe die ja auch selber schon im Aldi beispielsweise gespottet. Also ihr bekommt die auch ganz normal im Supermarkt. Ich hoffe, auch diese Sorte hier, weil die habe ich bisher persönlich ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Jetzt eben das erste Mal dadurch, dass ich sie zugeschickt bekommen habe. Aber ja, ich bin so froh, dass ich jetzt endlich mal getestet habe, weil irgendwie haben die mich davor nie so gereizt. Ich weiß auch nicht warum. Kann ich euch empfehlen. Lasst es euch nicht entgehen. Also wirklich, es ist wirklich sehr, sehr, sehr lecker. Weiter geht's mit meinem Eistest hier. Nächste Marke, und zwar Stark. Haben ganz, ganz viele von euch nämlich auch vorgeschlagen oder sich gewünscht. Drei Sorten. Und zwar einmal hier Schoko und Vanille Cookie Dough. Schoko Haselnuss Cookie Dough. Und ein Erdnuss Schoko Karamell Eis. Also die Sorten hören sich auf jeden Fall schon mal richtig, richtig gut an. Und das ist ein veganes Low Calorie Eis. Gibt es ja tatsächlich noch nicht so viele. Wir haben eine Wasserbasis. Dann auf jeden Fall Erdnussbutter aus 100% Erdnüssen. Maltodextrin. Eine Schokosoße, die mit Agavendicksaft gesüßt ist. Karamellsoße, ganz normale Zucker, Kokosmilch mit drin. Natürliches Aroma, Glukosesirup, Erythrit, Inulin, Meersalz ist mit drin. Die Zutaten im Detail könnt ihr euch natürlich auch nochmal so anschauen. Okay, wir haben zwei Cookie Dough Sorten. Deswegen starte ich, glaube ich, mit Schoko und Vanille Cookie Dough. 317 Kalorien pro ganzer Becher. Ihr seht auch, der Becher ist nicht ganz gefüllt. Sind auch tatsächlich nur 240 Gramm. Also da wird sehr viel Luft drunter geschlagen sein. Taste-Test. Also ich hatte gerade zuerst Vanille, dann Schoko. Irgendwie war bei Schoko gerade so ein komischer Beigeschmack. Und hier unser erstes Cookie-Dough-Stückchen. Also der Keksteig finde ich mega lecker. Ist denen richtig, richtig gut gelungen. Ich mag auch die Vanille-Seite hier. Ich habe hier gerade gesagt, dass da viel Luft drunter geschlagen sein wird. Ist vermutlich auch der Fall. Aber es ist trotzdem irgendwie so mega cremig dicht. Also man hat nicht das Gefühl, als sei da viel Luft untergeschlagen. Ich mag auch die Vanillesorte, den Geschmack finde ich richtig, richtig gut. Schoko hat irgendwie so einen komischen, ich kann es nicht ganz beschreiben, es wird wahrscheinlich irgendwie mit dem Süßungsmittel zusammenhängen oder so. Nee, das ist irgendwie ein komischer, bissiger Beigeschmack mit bei. Finde ich ein bisschen schade, aber die Vanilleseite ist krass gut. Und der Keksteig, wie gesagt, auch. Dann mache ich doch direkt mal weiter mit Schoko Haselnuss Cookie Dough. Wow. Ihr wisst ja aus meinem Lücker-Test, dass ich sehr großer Haselnuss-Eis-Fan bin. Also Taste-Test Schoko Haselnuss Cookie Dough. 348 Kalorien pro Becher. Mhm. Also, da ist das. Wobei. Jetzt kam gerade wieder so ein komischer Beigeschmack. Im ersten Moment war es richtig, richtig gut. Echt schöne Kombination aus Haselnuss und Schoko. Und dann war doch irgendwie wieder so im Nachhinein. Ich denke, das wird auch der gleiche Keksteig sein wie in der anderen Sorte. Keksteig ist denen mega gut gelungen. Schöne Haselnussnote. Wir haben ja auch Haselnussmus mit drin und 2% Schokoladensplitter. Aber es hat irgendwie einen Beigeschmack, der mir nicht so gefällt. Also irgendwas ist da nicht ganz rund, muss ich ehrlich sagen. Erdnuss, Schoko, Karamell. 322 Kalorien. Mhm. Ich glaube, das ist sogar mein Favorit. Weil hier habe ich diesen komischen Beigeschmack nicht. Also richtig schöne Erdnussnote. Das Schoko-Karamell ist auch echt richtig geil. Also ich finde das wirklich krass, dass das vegan ist und low calorie. Ihr seht schon, also das sieht schon auch luftig aus, aber es schmeckt überhaupt nicht so. Es schmeckt richtig cremig und alles. Also konsistenztechnisch muss ich bei allen drei sagen, Props. Wie gesagt, bei den ersten beiden Sorten war irgendwie für mich so ein komischer Beigeschmack mit drin, den ich nicht so gerne mochte. Das hier mein Favorit. Ich hatte auch mal die Low-Calorie-Eise von Aldi getestet. Da ist auch teilweise so eine Karamellsoße mit drin. Und die fand ich viel zu künstlich. Wirklich, da hat es mir alles zusammengeklebt gefühlt. Und das ist bei der gar nicht der Fall. Also es ist ein richtig schönes Karamell. Die Sorte
wäre für mich der Winner hier. Ich weiß ehrlich gesagt nur nicht, wo es die zu kaufen gibt. Ich schaue es euch gerne nochmal hin. Ich hoffe, die gibt es überhaupt schon so ganz normal im Laden. Ich habe es leider noch nicht entdeckt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die am Edeka oder Rewe oder so geben wird. Genau, ansonsten setze ich mich jetzt in den Garten und lasse mir das hier mal schmecken. Ich entschuldige mich mal wieder vorab für meinen Glanz und meine Haare und was weiß ich. Wir haben 33 Grad. Ich habe heute schon Beine trainiert. Ansonsten den Tag am Laptop verbracht mit meinen Uni-Sachen. Ich mache jetzt eine kleine Eispause. Ich glaube, so klein wird sie nicht. Ihr seht schon, diese ganze Box hier ist voll. Das sind einfach 10 verschiedene Eissorten von Ice Date. Falls ihr meinen, ich glaube, es war sogar mein erster Eistest. Ich glaube, das ist jetzt schon 2 Jahre her. Jedenfalls habe ich damals schon Ice Date Eis probiert. Und ich war tatsächlich auch mal in München in deren Eisdiele. Und es war so, so gut. Das ist ein veganes Eis. Wir sind in einem veganen Eistest. Well, it better is vegan. Aber die Besonderheit ist, dass das mit Datteln gesüßt ist. Und das finde ich so cool. Und die haben das Ganze so ein bisschen neu gemacht alles. Also das Design beispielsweise ist komplett neu. Ich habe die anfangs auch erstmal gar nicht erkannt, weil die wirklich früher ganz, ganz anders aussahen. Ich glaube nämlich, die kommen tatsächlich auch so langsam in die Biomärkte rein, was mich mega freut, weil wie gesagt, also das, was ich damals getestet habe, war richtig, richtig lecker. Ich glaube, der Eisdiele haben die nochmal andere Sorten. Falls ihr in München wohnt oder mal in München seid, geht da auf jeden Fall hin. Und ich habe jetzt alle Sorten, die es aktuell gibt. Und ja, ich muss euch doch sagen, welche davon die beste ist. Das heißt, ich muss alle einmal testen. Ich glaube aber, ich fange mal mit dem langweiligsten an, einem Sorbet. Es ist ein Mango-Sorbet. Und hier ist drin 100% Mango. Also es ist tatsächlich einfach gefrorene Mango quasi. Also ihr könnt das übrigens auch, falls es das bei euch im Bioladen noch nicht gibt, online bestellen. Ich habe am Mittwoch bestellt und heute, Freitag, war das da. Ging super schnell. Das riecht richtig lecker. Also ich muss sagen, ich mag Mango richtig, richtig gerne. Ich glaube auch, dass ich das damals schon hatte. Oh, und ich merke gerade, ich hätte es doch etwas länger antauen lassen sollen. Aber ja, ich glaube, es klappt auch so. Es ist sowieso, wie gesagt, 33 Grad. Perfekte Abkühlung. Das ist einfach perfekt. Also da haben sie auf jeden Fall auch eine gute Mango rausgesucht, um daraus das Eis zu machen. Ist wirklich sehr, sehr lecker. Also dafür, dass das einfach nur so ein Sorbet, einfach nur gefrorene Mango quasi ist, schmeckt das krass gut. Mango ist an sich ja auch schon sehr, sehr süß. Deswegen muss da auch nichts extra dran, meiner Meinung nach. Deswegen, sowas liebe ich. Wir bleiben bei fruchtigen Sorten, würde ich sagen. Beziehungsweise, ich glaube, wir machen mit dem hier weiter. Goldenes Mandel-Kurkuma-Eis auf Cashew-Creme-Basis mit Datteln gesüßt. Und ich persönlich, also ich trinke jeden Tag Kurkuma in meinem Matcha, damit ich das Kurkuma nicht rausschmecke. Weil Kurkuma, ich glaube, es ist, was die Datenlage angeht, noch nicht so 100% bewiesen. Aber Kurkuma soll sehr, sehr, sehr positive, anti-entzündliche Wirkungen auf den Körper haben. Dementsprechend nehme ich das jeden Tag zu mir. Versuche ich zumindest. Und wie gesagt, ich mache das in meinem Matcha, weil ich den Geschmack einfach so grausam finde sonst. Cashewcreme heißt Wasser und Cashewkerne, dann Datteln, Mandeln, Ingwersaft, Kurkuma, Zimt, Muskat, Kardamom und Pfeffer ist tatsächlich auch mit bei. Das ist sehr gut, denn Kurkuma entfaltet seine Wirkung durch Piperin, also das, was im Pfeffer drin ist, nochmal, keine Ahnung, wie vielfach mehr, aber deutlich besser auf jeden Fall. Hier merkt man jetzt auch schon, dass die Konsistenz auf jeden Fall anders ist. Also, dass es eben nicht nur 100% Frucht ist. Der Kurkuma-Geschmack wurde auf jeden Fall gut verarbeitet, sodass man es nicht ganz so intensiv rausschmeckt. Ist auch schön cremig, aber ich würde es mir, glaube ich, ich würde es mir nicht kaufen. Dafür mag ich Kurkuma wenig. Also sie haben es gut gemacht. Es hat auch durch die Datteln eben eine schöne Süße. Gut gewürzt auch, also mit Zimt und allem. Aber ich bin, wie gesagt, ich bin einfach kein Kurkuma-Liebhaber. Jetzt haben wir hier zwei bärige Sorten. Einmal Wildberry und einmal Creamy Berry. Und ich würde sagen, wir starten mit Wildberry, weil ich hier schon von einer Freundin gehört habe, dass das krass lecker sein soll. Bin ich mal sehr gespannt drauf, aber machen wir zuerst mal hier das Waldfruchteis auf Cashewcreme-Basis mit Datteln gesüßt. Cashewcreme wieder, Datteln, dann haben wir 30% Erdbeeren. Oh, hier ist ein Tippfehler, also ein Ice-Date, falls ihr das seht. Hier steht Heidelbeeren statt Heidelbeeren. Es sei denn, es gibt Heidelbeeren. Und ich weiß noch nichts davon und ich blamier mich hier gerade ein bisschen, aber ich glaube, es soll Heidelbeeren heißen.
Dann Himbeeren haben wir mit drin und that's it. Boah, ich finde es so krass, wie toll die Farben einfach immer sind. Und da ist kein Farbstoff oder so ein Mist drin. Es ist einfach nur Natur. Das war jetzt tatsächlich doch ein bisschen zu hart. Ich dachte, das taut schneller an, weil es in meinem Zimmer so eine brühende Hitze ist, aber... Also das ist für mich halt wirklich auch so Waldbeere. Ich finde es sehr, sehr lecker. Nur wie gesagt, ein bisschen hart noch. Aber das ist wohl eher meine Schuld. Dann würde ich sagen, wie gesagt, machen wir weiter mit Creamy Berry. 10% Cashews. Hier sind es 8. Wird dadurch auf jeden Fall schon mal cremiger sein. Hier 14% Datteln. Hier 21. Haben wir hier noch Erdbeeren, Heidelbeeren und wieder Himbeeren drin. Und die sind hier aber jeweils nur zu 6% drin. Hier waren es 13. Also weniger Frucht, mehr Datteln, mehr Cashews. Also das ist auch schon ein bisschen besser angetaut. Da merkt man halt, dass wenn so Früchte gefroren sind, durch die haben ja einen höheren Wasseranteil, dass es dann eben länger dauert zum Antauen, dass es gerade irgendwie verständlich war. Ich glaube, ich sollte aufhören zu reden und einfach essen. Es soll schmecken wie Fruchtzwerge und ich kann es einfach nur bestätigen. Boah, das ist einfach krass. Das ist ein veganes Eis, kein Scheiß drin, kein Zucker, nur 5 Zutaten. Und schmeckt einfach nach Fruchtzwergen. Ice Date. Ich würde sagen, good job. Basic-Sorte, Vanille. Hier sind es jetzt einfach wieder diese Cashewcreme, Datteln, Mandeln und Bourbon-Vanille. Hat diesen richtig schönen Vanillegeruch. Und das sieht mir auch schon ein bisschen besser angetaut aus. Ich glaube, das muss ich meinem Papa geben, weil der liebt so Bourbon-Vanille. Und vor allem, wenn das so schön natürlich ist, er wird das lieben. Wow. Die Sonne raus. Womit mache ich hier weiter? Ich habe hier noch 5. Ich glaube tatsächlich mit Dark Chocolate. Ich bin ja eigentlich voll der Schoko-Fan, aber ich habe auch von der Freundin mitbekommen, dass das nicht so gut sein soll. Also, aber das sieht heftig aus. Cashewcreme, dann die Datteln und Kakaopulver. That's it. 3 Zutaten. Also das ist jetzt auch schon ein bisschen besser hier angetaut. Ich finde das aber lecker. Also ich bin gerade sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Ist ja auch immer eine Frage, wie man da rangeht. Weil ich ja jetzt eher da Negatives von gehört hatte. Hatte ich jetzt nicht so hohe Erwartungen. Die hat es aber definitiv übertroffen. Ja, ich finde das richtig gut. Das ist so mega schön schokoladig, intensiv, kakaoig. Also ich finde es krass. Ich finde das mega lecker. I like. Also das gab es damals noch nicht, wenn mich nicht alles täuscht. Mandel-Zimt-Schoko-Eis auf Cashew-Creme-Basis mit Datteln gesüßt. Die Cashew-Creme, Datteln, Mandeln, Kakaopulver und Zimt. Sieht auch schon... Boah, das riecht ja crazy gut. Auf jeden Fall mega, mega lecker. Meistens, wenn es nicht draufsteht, dann ist es Cassia-Zimt. Was halt nicht so das Optimum wäre. Also wenn ihr puren Zimt jetzt kauft und irgendwie, keine Ahnung, täglich verwendet, dann würde ich euch empfehlen, Ceylon-Zimt zu benutzen. Wenn es jetzt mal Cassia-Zimt ist, ist überhaupt nicht schlimm. Aber einfach die Menge macht das Gift, ne? Und zu dem Eis, richtig, richtig gut. Ich finde noch nicht, dass es Schoko ist. Da kommt kein Schokogeschmack raus, weil es einfach so intensiv zimtig ist. Das ist für mich einfach ein Zimteis. Man könnte die hätten das einfach Zimtschnecke nennen können, weil so schmeckt's. Und ich finde es mal voll schade, bei solchen Firmen, wenn die da einfach jetzt beispielsweise das Cinnamon Bun Eis nennen würden oder sowas, ist halt nicht deren Konzept, weil die ja so voll auf natürlich und sowas auch alles gehen. Aber ich finde, die könnten sich krasser vermarkten, so. Wisst ihr, wie ich meine? Weil es ist geil. Es ist geil. Es ist einfach ein geiles Eis. Und es hat halt mehr Aufmerksamkeit verdient, sowas, finde ich. Also, nennt das ruhig Cinnamon Bun. Es schmeckt nämlich so. Mega. Ich würde sagen, ich mache Pumpkin Seeds. Ich glaube auch, das kenne ich noch von damals schon und ich war damals sehr, sehr positiv überrascht. 10% Kürbiskerne noch mit drin. Die Basis ist wieder gleich und ich liebe die Farbe. Schaut mal her. Okay, das ist jetzt richtig gut angetaut. Da seht ihr jetzt auch mal, wie die Konsistenz eigentlich ist. Also so richtig schön creamy, wenn man das gescheit antauen lässt. Ich finde das richtig, richtig geil mit den Kürbiskernen. Ich weiß, dass vielen das, glaube ich, nicht schmecken würde, weil es ja schon ein speziellerer Geschmack ist. Hat sogar auch 100 Gramm, 7 Gramm Protein. Kürbiskerne haben ja ganz gut was an Protein. Vor allem, das ist halt auch mal so eine besondere Sorte. Glaubt mir, probiert es mal. Dann sagt mir bitte mal, wie ihr das so findet, weil ich finde es, wie gesagt, überraschenderweise, ich finde das so, so gut. Einfach ein Kürbiskerneis. Ist halt so, keine Ahnung, ist irgendwie geil. So, 2 habe ich noch. Und zwar
die Klassiker, meine Faves, Salty Peanut und Hazel Choc. Ich muss aber sagen, ich kenne die beide, glaube ich, noch gar nicht. Also ich glaube, die sind auch recht neu. Okay, ich glaube, ich mache zuerst Haselnuss. Wobei, doch, komm, ich mache zuerst Haselnuss. Genau, wir haben hier 4% Haselnüsse mit drin. Ansonsten Kakaopulver, Basis gleich. Das riecht schon so richtig schön Haselnuss-Nougat-mäßig. Das ist so eine richtige Mousse-Konsistenz fast schon. Oh mein Gott. Das ist so gut. Das schmeckt halt einfach wie so ein Sahneeis. So richtig schön cremig und keine Ahnung, als wäre da sonst was, wie viel an industriellem Zucker drin. Aber das sind einfach nur 4 Zutaten. Das ist so gut. Ein richtig schöner Haselnussgeschmack. Wahnsinn, Wahnsinn. Salted Peanut, last one. Wow. Wow. 18% Erdnüsse. Dann haben wir noch Salz. Das riecht heftig. Boah, wenn ihr das riechen könntet. Ich glaube, hier haben die jetzt tatsächlich auch ein paar Stückchen drin gelassen. Ey, ich sag's euch, wie geht sowas? Ja, also hier sind Stückchen drin. Das ist schon ein krasser Peanut-Geschmack. Ich weiß, mit vollem Mund spricht man nicht, aber ich kann nicht aufhören, dieses Eis zu essen. Das ist so gut. Okay, ich bin durch. Sowas von. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall eins davon schnappen, um mich damit wieder in meinen Unizirk zu setzen. Vorher bekommt ihr noch mein Ranking. Letzter Platz, auf jeden Fall für mich das Golden Ice. Dann würde ich sagen Vanille. Ist mir ein Ticken zu langweilig. Jetzt fängt es an, schwierig zu werden. Dann kommt Wildberry. Dann Mango-Sorbet. Dann Creamy Berry. Pumpkin. Ich glaube Cinnamon. Dark Chocolate. Wobei, ich glaube, die stehen auf einer Stufe sogar. Doch, ja. Und dann Qual der Wahl. Wobei, ich glaube tatsächlich Salty Peanut und dann Haselnuss. Weil das hat mich so geflasht. Das ist mein Favorit. Die sind alle geil. Ich kann euch Ice Date wirklich einfach nur, wie gesagt, so, so sehr empfehlen, ans Herz legen. Wenn ihr in München seid, wenn ihr bestellen wollt, wenn ihr es irgendwo seht, nehmt es euch mit, egal welche Sorte. Ihr macht mit keiner Sorte was falsch. Ihr habt jetzt meine Favoriten gehört. Vielleicht habt ihr andere, falls ihr davon mal was getestet habt. Dann let me know. Und ansonsten kann ich euch, wie gesagt, echt nur empfehlen. Ich liebe es, vegan, kein Scheiß drin. Einfach ganz viel Liebe an diese Marke. Ich finde es so cool, was ihr macht. Ich glaube, ich beende das Video an dieser Stelle direkt, weil sonst wird es viel zu viel. Also ich hoffe, euch hat das Video an sich gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Falls es noch irgendwelche anderen Eismarken gibt, die ich testen soll für euch, dann let me know in den Kommentaren. Ich freue mich über einen Daumen nach oben, habe schon gesagt, ein Abo. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!